Hallo, in diesem Video wollen wir jetzt zeigen, wie unter Windows Live Mail ein erstes E-Mail-Konto eingerichtet wird. Nach der ersten Installation bzw. der Einrichtung eines neuen Windows-Benutzerkontos muss zunächst die Nutzungsbedingung bestätigt werden. Sofern man das ablehnt, passiert gar nichts. Nach Bestätigung der Nutzungsbedingungen wird Windows Live Mail automatisch gestartet. Es wird sofort aufgefordert, ein erstes E-Mail-Konto einzurichten. Das wollen wir jetzt auch mal machen. Ich habe mir angewöhnt, das Kennwort in den Zwischenspeicher zu ziehen, da man hier die Eingabe nicht kontrollieren kann. Bei komplizierten Kennwörtern mit großen Kleinschreibungen, Sonderzeichen und Ziffern kann man sich da schnell mal vertippen. Es bestünde hier jetzt die Möglichkeit, die Servereinstellung manuell zu konfigurieren. Das möchte ich jetzt aus Demonstrationsgründen nicht machen. Und klicke auf Weiter. Windows Live Mail hat jetzt das T-Online-Konto eingerichtet. Wir klicken auf Fertigstellen. Um zu testen, ob das Konto korrekt eingerichtet wurde, erstellen wir jetzt sofort eine Testnachricht. Da im Adressbuch noch keine Adressen vorhanden sein können, müssen wir diese von Hand eingeben. In den Betreff schreiben wir jetzt Testnachricht. Und kopieren den Betreff auch noch in den Textkörper. Anschließend versuchen wir, diese Nachricht zu versenden. Wie man hier unten links sehen kann, kam es zu einer Fehlermeldung. Das habe ich jetzt ganz bewusst gemacht. Ich wusste, was passieren wird, aber die meisten User werden sich darauf verlassen, dass Windows Live Mail die Konten korrekt einrichtet und bleiben genau hier hängen. Wir überprüfen jetzt die Einstellungen, wie sie von Windows Live Mail vorgenommen wurden. Dazu aktivieren wir das eingerichtete Konto und rufen über das Kontextmenü die Eigenschaften auf. Die allgemeinen Einstellungen sind an sich in Ordnung. Unter Server können wir sehen, dass ein POP3-Konto eingerichtet wurde, automatisch auch mit den korrekten Serveradressen. Hier ist jedoch angegeben ein E-Mail-Benutzername ohne das dazugehörige @t-online.de. Das müssen wir jetzt korrigieren. Weiterhin wurde nicht berücksichtigt, dass für den Postausgang auch eine Authentifizierung nötig ist. Diese Option aktivieren wir und kontrollieren die Einstellungen. Die dann vorgeschlagenen Einstellungen sind korrekt und können bestätigt werden. Unter Erweitert können wir jetzt sehen,
dass keine sichere Verbindung aktiviert wurde, was wir jedoch ändern wollen. Wir möchten unsere Verbindungen verschlüsseln. Die Online bietet diese Option ja an. Dazu müssen wir aber die Servereinstellungen wiederum ändern. Die Online ist einer der wenigen Freemail-Anbieter, welche für die Verschlüsselverbindung gesonderte Server verwendet. Deshalb müssten wir das hier jetzt korrigieren. Und erweitert können wir jetzt die Option SSL aktivieren und statt des vorgeschlagenen Ports 25, der von der Sache her funktioniert, stellen wir hier 587 ein. Das ist zum Beispiel auch erforderlich, auch bei unverschlüsselten Verbindungen, wenn zum Beispiel in Universitätsnetzwerken Internetzugang bereitgestellt wird. In solchen Netzwerken ist oftmals für den Postausgang der Port 25 blockiert. Für den Posteingang aktivieren wir auch die verschlüsselte Bindung. Hier wird jetzt korrekt automatisch der Port 995 eingerichtet. Die Standardeinstellungen über die Zustellung lauten, dass die Nachrichten auf den Server belassen werden und nur nach dem Löschen unserer Windows Live Mail auch vom Server entfernt werden. Das kann man so lassen, kann aber auch andere Einstellungen vornehmen. Jetzt klicken wir auf Übernehmen. Und OK. In unserem Postausgang befindet sich jetzt immer noch unsere Testnachricht. Diese wollen wir jetzt versuchen, mit den geänderten Servereinstellungen zu versenden. Unter Extras, Senden, Empfang könnte man jetzt alle E-Mail-Konten auswählen oder nur das T-Online-Konto. Das ist in diesem Fall egal, es gibt ja nur das eine. Die Nachricht ist aus dem Postausgang verschwunden, dürfte jetzt unter gesendete Objekte stehen. Hier ist sie jetzt tatsächlich zu sehen. Den Abruf von E-Mails haben wir jetzt an dieser Stelle nicht getestet, da ich vergessen habe, an das T-Online-Konto selbst eine Nachricht zu schicken. Das könnte ich jetzt nochmal nachholen. Bei dieser Nachricht gab es nun keine Probleme, sie wurde sofort problemlos gesendet. Jetzt versuchen wir auch, sie sofort wieder abzurufen. Ja, sie ist auch im Posteingang aufgetaucht. Unser eingerichtetes T-Online-Konto unter Windows Live Mail funktioniert aber. Also, wir können jetzt damit arbeiten. Ich werde an dieser Stelle das Programm jetzt aber beenden. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen
einiger gängiger Freemail-Anbieter.